Schau mal, da oben auf dem Regenbogen. Höher, noch höher. Genau, da ganz weit oben, das ist die Glitzerbande. Ella, das Einhorn, wohnt auf dem blauen Streifen. Felix, der Flamingo auf dem roten und Luna, das Lama auf dem gelben. Nur der grüne ist leer, weil Franz, das Faultier, lieber auf Lunas weichem Rücken schläft. Über ihren Köpfen schwebt immer ein großer Haufen Glitzer. Leider, leider ist Luna gegen Glitzer allergisch und Höhenangst. Höhenangst hat sie auch. Oh je, ist das hoch, stöhnt Luna. Guck einfach nicht nach unten, sagt Ella. Schau lieber mich an, dann siehst du was Schönes. Die Glitzerbande ist immer füreinander da und streitet sich niemals. Die vier sind die allerbesten Freunde. Schön, Felix lacht. Was soll denn an deinem Pickel auf der Stirn schön sein? Sieh lieber mich an, Luna. Flamingos sind viel hübscher als Einhörner. Ich piekst dich gleich mit meinem Pickel, du rosa Federkugel, erwidert Ella beleidigt. Die Glitzerbande hilft Kindern, die den Heimweg nicht mehr finden, oder Kindern, die ihr Kuscheltier verloren haben, oder Kindern, denen ihr Eis auf dem Bürgersteig gefallen ist. Wenn ein Kind in Not ist, fängt Ellas Horn an zu zittern. Erst nur ganz leicht, aber dann immer stärker und stärker und stärker und stärker, bis sie durchgeschüttelt wird, als hätte sie einen Presslufthammer auf der Stirn. So weiß die Glitzerbande immer ganz genau, wann sie gebraucht wird. Jetzt ist Ellas Horn ganz ruhig. Da können sich die vier auf ihrem Regenbogen ein bisschen ausruhen. Dort oben, auf dem Regenbogen, riecht es nach Zuckerwatte und... Wer hat hier gepupst? Ruft Ella und zählt sich mit ihren Hufen die Nase zu. Oh je, mir wird schlecht, jammert Luna. Was guckt ihr mich so an? Fragt Felix. Ich war das nicht, echt nicht. Das war Franz. Aber Franz war das bestimmt nicht. Der schläft schon wieder. Genau in dem Augenblick fängt Ellas Horn an zu zittern. Erst nur ganz leicht und dann immer stärker und stärker. Hurra, hurra, ein Kind ist in Not. Luna ist überglücklich, endlich von dem hohen Regenbogen runterzukommen. Franz, Franz, wach auf! Wenn das Faultier gebraucht wird, ist es sofort hellwach. Okay, was ist denn los? Fragt Franz. Ist schon wieder Zeit fürs Abendessen? Nein, nein, ein Kind benötigt unsere Hilfe, sagt Ella und Felix ruft. Beeilung, Beeilung, Beeilung! Die Glitzerbande stürmt den Regenbogen hinunter. Felix fliegt, Luna und Ella galoppieren, nur Franz lässt sich tragen. Was ist denn überhaupt los? Will Felix wissen. Ein Kind hat im Kaufhaus seine Eltern verloren. Wir müssen ihm helfen, antwortet Ella. Die Glitzerbande rennt durch dunkle Wälder, schwimmt durch reißende Flüsse und klettert über schneebedeckte Berge. Nichts kann die vier aufhalten, wenn ein Kind ihre Hilfe braucht. Sie laufen immer Ellas zitterndem Horn hinterher, bis sie in einer Wüste landen.